Als ich es gemerkt habe, habe ich erst mal versucht, ihn zu verstehen. Ich wollte ihn verstehen, aber es hat alles nichts genutzt. Und dann habe ich versucht, sein Alkoholproblem zu verstecken, zu kaschieren. Es hat alles nichts genutzt. Und endlich waren wir so weit, dass ich nicht einmal mehr wusste, wie es überhaupt weitergehen konnte. Und dann gab es manchen Tag und manche Nacht, wo ich mir gewünscht habe, ach, leg das Leben hinter uns, hinter ihm und hinter mir. Ich wusste einfach gar nicht mehr, was ich machen sollte. Das Seufzen von Ehefrauen, die einfach ihren Männern nicht mehr helfen können. Alkohol in der Familie. Wir wollen uns heute Zeit nehmen, solche Seufzer zu hören. Und wir wollen uns aber auch die Zeit nehmen, zu gucken, ob es Wege aus dieser Suchtfalle heraus gibt. Trudi Alsmanns, die ist 14 Jahre lang einen Weg gegangen, den kann man sich kaum vorstellen. 14 Jahre lang in dieser Suchtfalle gewesen. Und da hat sie manchmal Todesangst gehabt. Hier ist Trudi Hallmann. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Ja, danke. Ja, 14 Jahre. Ja, ich habe also 14 Jahre schon mit meinen beiden Kindern im Martyrium durchgestanden. Tja, ganz zu Anfang merkt man es wohl nicht. Ich war auch gerade so 18 und in den Jahren so 69 geht man mit dem Wort Alkohol doch noch nicht so um. Aber wie alt war Ihr Mann, den Sie da kennenlernen, wenn Sie 18 waren? 20. Also ganz junge Leute eigentlich. Ja, ja, wir waren beide noch sehr jung und dann sind die Merkmale in dem Alter auch noch nicht so krass. Also da geht man, ein 22, 23 Jahre alter Mann geht schnell mal ein Bierchen trinken, oder wie? Ja, klar. Ich meine, ich habe auch gesehen, dass er hier und da ein Bier getrunken hat. Mhm. Man lebt hier auch nicht zusammen. Und dann fällt es auch gar nicht mal mehr so auf. Mhm. Ja, dann haben wir auch geheiratet und dann fiel es mir dann schon auf, dass er mehr trinkt, ne, und auch aggressiver wurde. Was war Ihr Mann vom Beruf? Mein Mann ist Maschinenbauer und hat also Kunstschmiede gemacht und Hufschmied, also Pferde. Also da könnte man sagen, das ist viel Feuer, viel Esse, viel Hitze, also nochmal ein Bierchen. Ja, kann man so, nee, müsste ja nicht sein, aber so war es dann wohl. Ne? Aber ich glaube nicht, dass es an der Hitze lag. Mhm. Ja, dann kam nach 2,5 Jahren unser Sohn und in der Schwangerschaft wurde es mir also doch sehr bewusst, wie er trank. Ich bin dann auch... Haben Sie denn vorher mit ihm mal geredet oder so? Also wenn, das fällt doch auf. Ich habe viel diskutiert, ja. Ich habe sehr viel diskutiert. Und dann hat er es immer wieder abgewehrt und abgewehrt. Er hatte auch seine Mutter, die wohnte mit im Haus, die hat es dann noch unterstützt. Wieso? Hat er ihm Bier gekauft? Sie gab ihm Geld, ja. Wenn er keins hatte, gab es ihm das Geld zum Trinken. Es war eine Abhängigkeit zwischen, ich würde bald sagen, eine Hassliebe zwischen Mutter und Sohn. Und die wohnte mit im Haus? Sie wohnte mit im Haus, ja. Sie hat also mal mit der denn reden, Frau Hallmann? Wenn sie mich brauchte, ja. Wenn er so randalierte, dass sie Angst hatte, dann konnte ich mit ihr reden, ja. Dann hielt sie auch zu mir und versuchte auch, so wie sie ihren Sohn wieder brauchte, war das Spiel wieder umgekehrt. Ne? Dann war ihr Sohn wieder alles und dann war ich wieder die Böse. Ne? Das also war nicht ein nur Kreis trinken nach. Und nicht funktionieren, jetzt gerade haben Sie gesagt, randalieren. Ja, ich habe also... Er brauchte auch gar keinen Grund zum Randalieren. Das war dann nur eine Fernsehsendung, die ich mal sehen wollte. Da wollte, ja, warf er eine Flasche rein, weil Was? Ich das nicht abschaltete. Irgendeine Flasche oder eine Kaffeekanne. Oder er hat zum Beispiel... Also ihr sitzt da im Wohnzimmer und Sie gucken irgendeine... Ich hatte nur mal eine Sendung angeschaltet, weil mich das mal interessierte. Und da war eine Kaffeekanne im Bildschirm, ne? Und solche Dinge. Ne? Ohne Grund und ohne Vorwarnung. Ne? Das sind also so Dinge, die passieren schon. Ne? Gehen Sie da hin und räumen ganz still die Scherben weg oder wird dann... Nee, ich habe ihm schon meine Meinung gesagt. Ne? Ich bin also dann auch nicht ganz ohne. Ne? Ich habe ihm schon ordentlich die Meinung gesagt. Aber das nutzte nichts. Ne? Wenn der Frau Hallmann, wer gegen Fernseher Bierflaschen wirft und meinetwegen Kaffee kann, muss man da nicht auch Angst haben, dass die nächste Flasche mich an den Kopf trifft? Ja, ja. Ich habe manches Mal Glück gehabt, dass eine Schüssel so gerade an meinem Kopf vorbeiging, weil mein Sohn rief, Mama, pass auf, oder hinter mir hergeschossen, dass die Kugel ging durch den Fußboden ins Schlafzimmer meiner Schwiegermutter. Ich bin manche Nacht hinterhergelaufen, weil er ständig das Haus in Brand stechen wollte, ne, mit Benzinkanister, ne, oder schüttete alle Papiere zum Fenster raus. Unsere Autopapiere flogen immer durch die Nachbarschaft und solche Dinge. Und die Kleidung von mir und meinen Kindern, die wurden auch ständig durch die Fenster geworfen. Meine Schwiegermutter hob es dann auf. Wir lebten dann nachher nur noch aus Kartons. Ne. Oder im betrunkenen Zustand hat er sich schon erhängt. Ich habe ihn schon vom Strick geschnitten und solche Dinge. Also ich habe Tag und Nacht keine Ruhe gehabt. Ganz zum Schluss, nach meinem Sohn, da wurde es schon ein bisschen besser.
Sein Sohn liebt er, dann wurde es ein bisschen besser. Also nach dem ersten Sohn, da gab es mal so einen kleinen Frühling. Ja, was man, dass man sich Hoffnung, dass man sich Hoffnung machen konnte. Die Hoffnung, dass ich dachte, so, jetzt packt er sich. Denn ich denke, an Trennung habe ich oft gedacht. Nur wir hatten das Haus, es gehörte uns ja auch. Ne? Und man hat ja nicht aus Hass geheiratet und man wollte ja auch helfen. Ne? Ich sah ja auch nachher das Problem. Ich denke mir, wenn wir vielleicht alleine gewesen wären, wäre es besser gewesen. Nur die Mutter unterstützt ihn immer wieder. Ne? Die suchte ja auch die Schuld bei allen Menschen. Aber wenn Sie so gerade ganz schnell andeuten, was da alles vorgefallen ist, also da waren Rüpeleien, da wurde geworfen. Dann haben Sie vorhin erzählt, da wurde sogar geschossen. Mhm. Also dann mussten Sie doch in Lebensgefahr. Ja, habe ich auch manches Mal, ja. Ich bin noch bestimmt 5-mal weg gewesen. Und dann hat er wohl gefleht, ich soll doch wieder zurückkommen. Ich bin dann auch wieder zurückgegangen. Wissen Sie, und wenn Sie da nüchtern sind, der hat auf Knien vor mir gesessen, geweint, gefleht, gebettelt, verzeih mir, ich mache nicht mehr, ich tue nicht mehr. Ja, bis zum nächsten Alkoholexzess, dann ging das weiter. Ne? Hat er versucht, selber davon loszukommen? Nein, er hat auch nie dazu gestanden, nie. Auch heute noch nicht. Ich bin jetzt 16 Jahre weg und er trinkt auch weiter. Ach, dann muss man irgendwann doch eine Bilanz ziehen oder Mut zusammennehmen und zu sagen, ja, ich will also mein Leben retten. Also ich will nur noch mal gerüpelt, geschossen, die Papiere, wie, die Kinder bedroht? Die Kinder, meine Tochter hat sehr viel Angst gehabt. Der Sohn hat eigentlich immer ein sehr gutes Leben bei ihm gehabt. Er konnte die Tochter, weil sie ein Mädchen war, irgendwo nicht leiden. Ne? Das war, warum weiß ich nicht. Ne? Die war also nie so sein Fall. Ne? Und ich war das nachher mir und meinen Kindern schuldig, einfach zu gehen. Ne? Das ging einfach nicht. Die Kinder hatten ja auch Angst. Traut man sich Hilfe anzunehmen, so mal, der schießt, ruft man dann 112 Polizei an? Oder sagt man, nee, das ist eine Familiengeschichte, das muss unter dem Tisch bleiben? Wenn der solche Sachen machte, dann riss der zuerst mal das Telefonkabel raus. Ich hatte gar keine Möglichkeit mehr zu telefonieren. Polizei ist die eine Sache, ich denke, die kommen raus, wenn erstmal was passiert ist. Das habe ich also des Öfteren bemerkt. Ne? Ihrem eigenen Beispiel? Wann haben Sie denn... Ich habe schon mal angerufen, die Polizei, und habe gesagt, so und so. Und ja, dann sehen Sie zu und beruhigen Sie ihn erstmal und machen Sie dies und machen Sie jenes. Ich habe sehr viel Hilfe gesucht. Ich bin zum Beispiel auch im Ort zum Pfarrer, das ist ein katholischer Ort gewesen, konnte man abhaken, da habe ich keine Hilfe. Ne? Der hörte sich da zwar an und dann konnte ich gehen und dann war es. Wissen Sie, da fragt keiner nach, wie man mit den Kindern fertig wird. Aber 14 Jahre lang hatten Sie, wenn man so will, im Kopf eine Rechnung, die heißt, da gibt es das Haus, da gibt es das Familie, ja. Irgendwo habe ich ihn auch lieb und irgendwo ist er vielleicht auch krank. Also das sind die Gründe, ich bleibe. Das Liebhaben, das lässt ja irgendwann mit der Zeit nach. Ne? Mhm. Das ist ja nachher nur noch, man überlegt, man hat das gemeinsame Haus, man hat sehr viel Arbeit reingesteckt, wir hatten zum Beispiel sehr viel Pferde, man hing an den Tieren, man wollte den Kindern das Zuhause nicht nehmen. Ich meine, ich sehe das heute anders, aber es war halt so, es war halt ein Denkverhalten, ne? Bis das es denn irgendwann nicht mehr geht. Wann ist der Punkt, wo Sie gesagt haben, jetzt traue ich mich zu gehen? Was musste vorfallen, damit Sie sagen, jetzt ist meine es Meine Kinder so wollten nicht mehr. Mein Sohn... Sie hätten weitergemacht? Nein, ich hätte auch nicht weitergemacht. Ich hatte auch einfach keine Kraft. Ich wusste auch nicht mehr, schaffe ich das oder schaffe ich das nicht. Ich habe zu der Zeit ambulante Krankenpflege gemacht, hatte Gott sei Dank eine Mitarbeiterin, das war also eine Nonne, und habe den Vater einer Psychologin gepflegt. Die hat auch eine Selbsthilfegruppe gegründet. Ne? Die haben dafür gesorgt, dass ich dann auch die Kraft fand, rauszugehen. Man braucht Hilfe. Man braucht Hilfe, es geht einfach nicht ohne Hilfe. Also alleine kommst Nein, du daraus nicht hin? Ich hätte einfach nicht mehr. Ich hatte also auch schon Gedanken. Ich bin einmal hingegangen und habe Schnaps gekauft. Eine ganze Kiste voll, in der Hoffnung, er trinkt es und weg mit ihm. Ich habe schon mit einem Messer da gestanden und habe ihm gesagt, lass mich in Ruhe oder ich steche mir ein Messer zu. Ne? Und da habe ich gesagt, jetzt geh, nimm deine Kinder und geh. Wenn nachher wirklich was passiert, dann haben die Kinder gar keine mehr. Sagen Sie mal, wenn man so weit mal war und dann haben Sie vorhin mal so ganz schnell gesagt, ich habe ihn auch schon mal wieder abgeschnitten. Da könnte man doch, wenn man jetzt ganz leise redet und ganz vorsichtig, auch sagen, wenn man so verzweifelt ist, dann soll er tun. Ja, da war meine Tochter ein Jahr alt, als er das machte. Zu dem Zeitpunkt war
ich noch so, dass ich dachte, mein Gott, stell dir vor, die Kinder kommen da runter und sehen den Vater da hängen. Der hat das nachher noch öfters gedroht. Da habe ich ihm gesagt, bitte schön, geh, ich tritt dir auch den Stuhl weg. Da zahre ich, also da stehe ich auch zu. Ich wäre auch nicht mehr hinterhergegangen. Glauben Sie nicht, dass ich das nochmal gemacht hätte? Hm. Der ist auch gegangen, ich habe den auch gehört. Wir hatten so, die Wohnung dahinter war der Heustall, wir hatten ja Pferde und einen Heustall, da habe ich den auch gehört, ich wäre auch nicht hinterhergegangen, hat es dann wohl nicht mehr gemacht. Ich denke einfach so, er hatte beim ersten Mal, war er wohl sicher, dass ich hinterhergehe. Beim zweiten Mal war er wohl sicher, dass ich nicht mehr komme und da hat er es auch nicht gemacht. Obwohl ich einfach denke, dass Drohungen von Alkoholikern doch... Lebensgefährliche Spiele, im wahrsten Sinne des Wortes. Es war sein Pech, ich hätte es nicht mehr getan. Wenn man sie so erzählen hört, dann denkt man... Mein Gott, wird man da roh mit der Zeit? Nee, man wird nicht roh. Aber wenn man etwas professionelle Hilfe sich sucht und lernt zu verarbeiten, dann schafft man es schon. Das denke ich. Und ich kann einfach nur allen Frauen raten, die weggehen, erst niemals den zweiten Schritt vom ersten zu machen. Man braucht, wenn man alleine ist, sehnt man sich nach Wärme, nach Anleben, nach Liebe. Erstmal zu verarbeiten, Hilfe zu suchen. Ich bin damals nach meiner Trennung zur evangelischen Kirche gegangen, da war also ein Psychologe, ja. Da habe ich mit den Kindern viele Sitzungen gemacht und das hat uns sehr viel geholfen, ja. Ne? Und das haben wir gut verarbeitet. Aber was heißt denn erster Schritt als erstes und zweites? Dass man sich nicht gleich einen neuen Partner sucht, dass man erstmal verarbeitet, dass man auch sieht, was man macht. Denn der nächste Partner muss psychisch sehr, sehr stark sein. Denn je nachdem, wie die Wunden sind, das können sehr, sehr tiefe Wunden sein. Denn der muss in der Lage sein, diese Wunden mitzuheilen. Denn wenn sie nachher da stehen und haben nicht diesen starken Partner und kommen neue Wunden dazu, dann kann es aber sehr bitter werden. Dann suche ich mir mal jetzt einen Partner, der mir hilft, einfach Sie zu verstehen, alkoholkranke Menschen zu verstehen, Angehörige zu verstehen. Ich habe extra in meine Sendung eingeladen, Dr. Helmut Kolizus, herzlich willkommen. Sie sitzen bei uns in der ersten Reihe und werden uns durch die Sendung begleiten. Herr Doktor, Sie haben darüber gearbeitet, Bücher geschrieben, Sie haben auch jetzt zugehört. Da muss man ja die Luft anhalten, wenn man, dass es nicht nur um Flaschen verstecken geht und einen guten Eindruck machen, damit die Nachbarn nicht rauskriegen, dass man mal ein Alkoholiker ist, sondern das kann ja lebensgefährliche Formen annehmen, wie man so gerade gehört hat. Wie kommt man raus aus der Falle? Also das, was Frau Hallmanns geschildert hat, ist leider eben kein Einzelfall, sondern es gibt zigtausende solcher Fälle hinter lange Zeit einer erhaltenen Fassade. Und ich hatte ja vor 2 Jahren dann diese Idee, einmal das Jahr der Angehörigen Suchtkranker, eben 2000, ins Leben zu rufen, um diesen insgesamt 8 Millionen Menschen Hilfe zu geben. Hallmanns hat das ja geschildert, dass sie eben auch professionelle Hilfe brauchte. Und ich glaube, wir sind uns einig, dass für die Angehörigen viel zu wenig getan wird. Das heißt, sie haben keine Lobby, nicht in der Politik, nicht im Gesundheitswesen und bisher auch nicht in den Medien. Weil das ja ein Makel ist, ne? Alkoholkranke, da will man so nicht mit zu tun haben. Also lieber Herzinfarkt. Das ist natürlich sehr viel vornehmer und ist nicht mit Schamgefühlen besetzt. Es geht ja auch hier um sehr viele Schamthemen, die Hallmanns angesprochen hat. Und deswegen ist der Schritt für Angehörige sehr schwer. Die versuchen ja auch deshalb lange Zeit, den Süchtigen zu beschützen und immer sein Verhalten zu erklären gegenüber anderen. In unserer Familie ist eigentlich alles in Ordnung. Aber wie in allen Krankensystemen, die müssen sich nach außen hin sehr stark abschotten. Und irgendwann kommt dann mal der Leidensdruck, der dann so stark wird und ist in der Tat dann oft über Kinder oder über solche dramatischen Ereignisse, wo man dann sagt, nee, jetzt ist der Punkt erreicht. Also es läuft auf der anderen Seite, wenn die Suchtkarriere abläuft, bei dem Süchtigen läuft auf der anderen Seite immer diese Co-Abhängigkeitskarriere ab, die Sie auch eben beschrieben haben. Am Anfang beschützen, erklären, dann kontrollieren, Flaschen wegkippen und zum Schluss eben dann die Anklagephase mit Mord- und Selbstmordgedanken. Und die ganze Zeit ist halt wirklich ein nicht gelebtes Leben auf beiden Seiten. Wer begleitet, was ist die Krankheit der Co-Alkoholiker? Was ist die Krankheit der Familie? Die Krankheit des Vaters habe ich gehört, der ist alkoholkrank. Was ist denn Ihre? Ich denke, jeder, der mit Suchtkranken zu tun hat, kann in dieses Syndrom, also ich würde es nicht als Krankheit bezeichnen, aber einfach als Syndrom der Co-Abhängigkeit reingeraten. Und das ist eben gekennzeichnet dadurch, dass wir auch viele Dinge tun, die wir eigentlich gar nicht tun wollen. Ja, also dass wir zum Beispiel jemand Geld geben, obwohl wir es nicht tun wollen, dass wir lügen, dass wir tricksen. Also das Wichtigste ist, denke ich, einfach diese Schamschwelle wirklich überwinden und sagen, hier zu Hause bei uns ist nicht alles in Ordnung, sondern im Gegenteil, da ist ganz fürchterliches und das Brot eine Tragödie, wie wir das ja gesagt haben. Also wer traut sich das? 80 Millionen Deutsche, gibt es sicherlich 1-2 Millionen Familien, gibt es Hunderttausende von alkoholkranken, angekränkelten Familien. Wer traut sich, mit diesem Problem rauszugehen? Umgekehrt, die Leute fragen immer,
was sind das denn für Leute, die zu dir in Fernsehen kommen? Also ist nicht Krankheit privat? Was geht da die anderen Leute an? Und Sie sagen jetzt umgekehrt, es geht den Leuten schon was an. Sie müssen sogar raus. Ja, Sie sollten auf jeden Fall an die Öffentlichkeit gehen, aber es ist vielleicht auch nicht ganz zufällig, dass es ja zu dieser Sendung nicht ganz einfach war, auch Menschen zu finden, die dazu offen etwas sagen, weil so viele andere Menschen damit einbezogen sind. Und rückblickend würden Sie vielleicht auch dann sagen, heute würde ich es anders machen und ich würde, wenn ich andere Betroffene höre, was sie ja in Selbsthilfegruppen sicher tun, denen auch raten, macht es so früh wie möglich. Denn der Alkohol ist einfach eine todbringende Erkrankung, sowohl für den Betroffenen wie auch für die anderen. Es gibt ja auch einfach keine Hilfe. Er muss sich selber helfen. Entweder liegt er so tief, dass er merkt, ich muss jetzt was tun, oder er geht unter. Eins von den beiden. Sie können ihm nicht helfen, Sie können ihn nur bei seiner Selbsthilfe unterstützen und anders gibt es da gar nicht. Jetzt gucken wir mal, was denn Christine Gerhardt und Gerhard Fritsch für eine Erfahrung gemacht haben. Die hätten sich nie träumen lassen, dass sie eines Tages mitsamt ihrer erwachsenen Tochter im Fernsehen befreit von etwas reden können, befreit, was auch über ihn gehangen hat. Wie die das geschafft haben, erzählen sie jetzt selber. Ich gehe mal zu Ihnen. Schön, dass Sie da sind. Alle drei. Herr Fritsch und Ihre Tochter, willkommen bei uns. Die Frau Helmer hatte gesagt, vor 20 Jahren, also ich nehme an, wenn ich Ihre Tochter sehe, vor etwas über 20 Jahren, da war das noch so kein Problem, da hat man noch gar nicht darauf geachtet, dass das Alkoholismus sein könnte? Oder waren das wilde Zeiten oder woran hat das gelegen? Ja, zum Ersten waren es wilde Zeiten, wie ich meinen Mann kennengelernt habe. Und es wurde in Anführungszeichen normal getrunken. Ich ging auch gerne mit in Discos, es war eben diese Zeit. Und habe dann, wenn ich auch mal meinen Rausch hatte, am nächsten Tag einen dicken Kopf und war, sag ich mal, klinisch tot. Na, und habe mich schon so ein bisschen gewundert, dass mein Mann am nächsten Tag mit Alkohol weitermachte. Nur dieses Wundern, das geht ja unterschwellig ab. Na, ich habe mich eben geärgert und na, ich pack das nicht. Ich hatte wohl versucht, mitzuhalten. Na, und damals war ja unsere Tochter schon da, die ich mitbrachte in die Ehe. Und das habe ich nicht in Einklang gebracht, eben mit dem schweren Kopf das Kind versorgen zu müssen. Wenn Sie jetzt hier sitzen, das ist ja nun schon viele, viele Jahre her, und wir reden die ganze Zeit davon, dass das auch was mit Schämen zu tun hat. Ist das so? Ja. Hat das was mit Schämen zu tun? Auf jeden Fall. Auch ich habe alles bewerkstelligt, um es zu vertuschen. Aha. Nach außen und hin. Und jetzt, nach 10 Jahren, 15 Jahre später, ist da immer noch ein Rest im Sinne von, wir gehen zu Fliege, wir erzählen diese Geschichte mal, was sollen die Leute sagen? Ist das immer noch da? Also das ist in der Form nicht da, was mich nervös macht. Ich denke, das darf ich auch als normal sehen. Ich bin nicht jeden Tag im Fernsehen, ne, dass da eine gewisse Nervosität da ist. Und ich muss sagen, also ich habe für mich selber jetzt ungefähr 6 Jahre gebraucht, also 6 Jahre an mir und meiner Co-Abhängigkeit gearbeitet. Mhm. Na, und möchte sagen, ich bin weitläufig frei davon, habe auch Seminare gebraucht und auch, was mir ganz, ganz wertvoll war, Seelsorge. Mhm. Können wir mal noch ein bisschen gucken, den ersten Schritt haben wir ja mit Ihnen verfolgt. Der Mann trinkt weiter, Sie konnten es gar nicht verstehen, dass der am nächsten Tag weiter trinkt. Wussten Sie damals, dass Sie krank sind, Herr Fritsch? Nein, ich dachte, es wäre ein Versagen von mir, ich bin ein schwacher Mensch. Und ich muss das irgendwie selber in den Griff kriegen. Ich muss mich anstrengen. Ich habe mich gemessen an meinen Freunden. Und die haben mir auch immer wieder geraten, streng dich doch ein bisschen an, dann gehst du ja auch so wie uns. Und, dann kannst du mir saufen und so, das ist eine Frage der Kondition. Ja, und dann... Sei ein Mannsbild. Und dann kannst du auch wieder aufhören und so. Also ich habe das durchaus nicht als Krankheit gesehen, sondern als ein Defizit meiner Persönlichkeit. Mhm. Hat es so Exzesse gegeben, wie wir sie gerade aus dem Rheinland gehört haben? Also das wirklich fast, da griff der Tod wirklich langsam zu. Aber wird es gewalttätig? Ist das immer so eine gewalttätige Phase? Also kann ich natürlich nicht pauschalieren. Also bei uns war keine Gewalt. Also ich weiß nicht, was ich gemacht hätte, das wäre Spekulation. Ich möchte sagen, es lief auf einer anderen Ebene ab, ne? Also verbal. Mhm. Na, und da wurde geschrien. Geschrien. Getobt. Und verletzt. Na, und nach einer Reihe von Jahren kennt einer die Schwachpunkte vom anderen und trifft auch. Mhm. Na, und das sind Verletzungen, die wehtun. Mhm. Und die ich aus meiner Sicht her ja jahrelang, also 10 Jahre lang moralisch gewertet habe. Und die Frau Brix war damals klein.
nehme ich an. Ja. Wie alt waren Sie damals als Töchterchen? Oh mein, so 3 Jahre. Kriegt man das aber mit als Kind? Nein, da nicht, nein. Ich habe das erst dann später natürlich mitgekriegt, wo ich dann älter geworden bin. Ja. So mit 8, 9 Jahren war eigentlich das. Was erlebt man da als Kind? Ja, also ich habe mich wahnsinnig geschämt für meinen Vater, wenn ich draußen mit Kindern beim Spielen war und mein Vater kam von irgendwoher. Dann haben sie schon geschrien, ja, der Säufer kommt. Und ich habe mich versteckt. Woher wussten das die anderen Kinder, dass ihr Vater... Also ich schätze mal durch die Eltern, weil die haben ja das doch mitbekommen. Und ich meine, damals war das für mich ja auch normal, also ich kannte ihn nicht anders. Aber trotzdem, da die so abwertig gesprochen haben über meinen Vater, habe ich mich einfach total geschämt. Ich habe mich versteckt, ich habe keine Freunde mit nach Hause gebracht. Also es war schon schlimm, doch. Herr Fritsch, kann man das heute hören? Kann man das heute hören, dass die Tochter sagt, da sind Spielkameradinnen und Spielkameraden kommen, die haben gesagt, da kommt der Säufer? Oder zuckt es innerlich immer noch? Ich kann das heute hören. Es tut noch etwas weh. Ja, das. Aber ich kann es hören und ich kann mich dem stellen. Und vor allem, weil ich mich meinem Leben insgesamt gestellt habe und da auch an diese Sachen rangehen musste. Frau Hallmann ist ja alleine hier, die sagt, mein Mann ist eigentlich immer noch alkoholkrank. Und ihr sitzt eigentlich hier sehr sicher, bestimmt, das Leben liebhabend, kennend, tapfer, wenn man so will. Was hat den Dreh bei euch ausgemacht, bei Ihnen insbesondere, bei Ihnen? Wie ist gekommen? Haben Sie Glück gehabt? Da war es das Kind, was irgendwann Alarm geschlagen hat, auf seine Art und Weise. Wie haben Sie die Kurve gekriegt, Herr Fritsch? Glück gehabt ist heute für mich nicht der richtige Ausdruck. Ich habe durch mein Leben und durch meinen Lebensweg den Weg zu Gott gefunden. Ich habe zum Glauben gefunden. Gott hat mir in schwierigen Zeiten meines Lebens die Hand gereicht. Und wo hat er Ihnen die Hand gereicht? Waren Sie ganz unten? Da war mein Tiefpunkt erreicht, ja. Können Sie uns den noch beschreiben? Weil man sagt, das Licht kommt immer in die große Dunkelheit. Genau. Ja, ich kann mich noch erinnern, als ich war zu der Zeit auch sehr eifersüchtig und von allen möglichen Verfolgungen geplagt und habe dann einfach innerlich, meine Frau war mal nicht da, ich wurde eifersüchtig, bekam dieses Gefühl wieder. Wo ist die Frau? Wo ist die Frau? Und wurde wo fast, treibt sie sich rum? Genau, wurde fast wahnsinnig und habe dann einfach in meiner Verzweiflung gebetet. Und das kann ich jetzt rückwirkend sagen. Die Hilfe kam nicht gleich auf mein Gebet, ja. Aber ich habe für mich ein Stück losgelassen. Ich habe meine Verzweiflung nicht mehr versucht zu rechtfertigen oder zu beschönigen, sondern ich konnte nicht mehr. Ja. Mein Tiefpunkt war in dem Sinn erreicht. Mhm. Und, da hatten Sie schon noch einen Job? Hatten Sie noch die Wohnung? Ich konnte noch meiner Arbeit nachgehen, aber die Wohnung hat man nicht mehr. Wir waren schon untergebracht in einer Wirtschaft, also in einem... Die Stadt hatte Sie schon untergebracht? Das war schon eine Unterkunft, genau. Das hat mich alles nicht vom Saufen abgehalten. Das war nicht der Punkt, sondern... Es war dieser spezielle Punkt, dass ich meine Frau gesucht habe und heute sehe ich das auch ein Stück als Vorhersehung oder als Stück meines Lebenswegs. Kann ich als Ehepartnerin, als Ehepartner, diese Gosse, von der wir so indirekt reden, ich muss ganz nach unten, kann ich die nicht vorher ein bisschen liften? Kann ich nicht etwas, ich muss doch mal was Falsches, was Richtiges machen? Mein Gott, ich kann doch nicht warten, bis mein Mann ganz unten sitzt. Die Wohnung ist verpfändet, alles ist verpfändet, die Kinder kommen mit Gerüchten nach Hause. Bitte geben Sie mir 3 Jahre eher. Haben Sie keinen Tipp? Ja, also meistens läuft es leider so, wie hier in diesen beiden Fällen beschrieben. Aber das, was wir normalerweise als Helfen empfinden und auch praktizieren, hilft gerade bei der Sucht nicht, sondern im Gegenteil, das verlängert dann die Sucht. Also der paradoxe Rat wäre, die Hilfe aufgeben, das Kontrollieren aufgeben, die ganze Koabhängigkeitsmechanismen aufgeben und sich dem eigenen Leben wieder zuwenden. Mhm. Und zum Beispiel eben auch, der C.G. Jung hat ja gesagt, Spiritus contra Spiritum, also die Spiritualität gegen den Sprit, gegen den Alkohol, eben Hilfe suchen in irgendeiner Form, Psychotherapie oder eben Seelsorge, der klassischen Art.
Haben Sie sich was vorzuwerfen, dass Sie was während dieser ganzen Angelegenheit, wo Ihr Mann Schritt um Schritt, Stufe um Stufe nach unten wirtschaftet, auch die Familie abwirtschaftet, haben Sie alles richtig, alles falsch gemacht, wenn Sie mal zurückgucken? Ich sag mal, es gibt kein richtig, es gibt kein falsch. Also was immer ich auch damals getan habe, war damals mein Bestes. Und mehr war eben nicht drin. Also heute weiß ich es anders und würde anders reagieren. Wie denn? Ich würde, nehmen wir an, Rückfall zum Beispiel, wüsste ich ganz genau, mein Mann weiß, was zu tun ist. Also ich würde nicht mehr anfangen zu rotieren und mich zu kümmern und jetzt müssen wir doch. Ich sag mal ganz grob, es würde mich nichts mehr angehen. Das finde ich spannend. Also angenommen, angenommen, angenommen. Wir reden ruhig mal in unseren religiösen Kategorien. Ja. Der Teufel kommt und sagt, und dreht ihren Mann. Ja? Und der seufzt wieder. Ja? Was würden Sie da machen? Machen eben nichts. Das Einzige, was ich Ihnen sagen würde, du weißt, wo du Hilfe kriegst. Das wäre mal so der erste Schritt. Wenn ich das jetzt ausbaue, irgendwelche Szenarien mit betrunken nach Hause kommen oder so, das ist nicht mehr drin. Würden Sie dann gehen? Ja, dann würde ich ausziehen. Und dann würde er an der Schwelle stehen und betteln und heulen und du weißt doch, dass ich Alkoholiker bin und hilf mir doch und hilf mir doch. Ja, dann wäre wiederum meine Antwort und du weißt, wo du Hilfe kriegst. Ja, wo denn, wo denn? Die Frage von ihm. Beim Arzt? Wohin? Beim Blauen Kreuz. Also Sie würden da den Finger nicht krumm machen? Nein, nicht mehr. Und ist das richtig? Ja, das ist ja genau das, was ich eben beschrieben habe. Ne? Die Leute haben das ja leidvoll erfahren müssen. Und diese Co-Abhängigen sind ja wie so ein Club, die machen alle so verrückte Dinge. Und sobald sie dann in Selbsthilfegruppen kommen, dann merken sie, da gibt es noch viele andere Verrückte, die machen ebenfalls diese gleichen Dinge wie mit Flaschen nachgucken, ob die irgendwo sind, auskippen, beschützen, erklären und so weiter, jammern und so weiter. Und da merken sie plötzlich, das Beste ist wirklich, sich dem eigenen Leben wieder zuwenden und dem Alkoholiker die Verantwortung für seine Krankheit wieder zurückgeben. Er gibt sich ja meistens, wie wir eben auch gehört haben, immer sehr kindlich, ich brauche Hilfe und jetzt ein letztes Mal. Aber solange der Alkoholiker noch irgendwo ein kleines Mauseloch sieht, wo er drin verschwinden kann, wo es noch mal eine letzte Chance gibt, dann wird er eben doch nichts tun. Es muss wirklich ganz konsequent konfrontiert werden und dann passiert etwas. Und da gibt es wirkliche Gruppen, wo man auch als Angehörige hingehen kann, sich Hilfe holen kann? Es gibt inzwischen einige Angehörigengruppen. Also wenn ich jetzt mal von meinem Beispiel erzähle, ich leite seit 4 Jahren eine Angehörigengruppe und es ist wirklich gut zu beobachten, den Angehörigen auch den Freiraum zu geben. Ich sag mal, diese Taucherglocke, die der Suchtmittelabhängige in seiner Therapie hat. Ich sag, wir brauchen das. Wir brauchen uns, wir brauchen den Abstand. Ja. Ne, weil es ist eben, sind ungeheure Schwellen zu überschreiten, wo ganz, ganz viel Scham eben im Spiel ist. Und ich kann zuerst leichter drüber reden im Kreise Gleichgesinnter. Der Erfahrenen. Ja, und wo ich weiß, also mein Gegenüber weiß genau, was ich meine, weil es selber durchlebt hat, um dann, sag ich mal, reif zu werden für die gemischte Gruppe. Ne? Also nicht eins und das andere nicht mehr, sondern beides. Wo alkoholabhängige Menschen und Co-Alkoholiker einfach in einer gemischten Gruppe zusammen über diese Problematik reden. Auch. Sie sind mal abgehauen als Kind, habe ich mir erzählen lassen, Frau Brix. Als Teenager. Einfach, um von ihm wegzukommen oder von der Familie wegzukommen? Ja, ich musste irgendwie raus. Ich habe den Drang nach draußen gehabt. Ich wollte was erleben, was sehen. Ich meine, ich war ja nur doch zu Hause, habe Haushalt irgendwie immer geschmissen. Ja, ich musste raus und habe mir da irgendwo Liebe gesucht, was ich nicht von meinem Vater bekommen habe. Und ja. Und heute sitzt ihr zusammen und könnt darüber reden? Ja. Unser Verhältnis ist jetzt super. Also mit Vaters Worten und meinetwegen meinen Worten, das ist ein Segen, ja? Ja. Ja? Dann lass uns mal gucken, ob das so segensreich auch in der nächsten Geschichte geendet ist. Das ist die Geschichte. Es ist ja nun, einerseits kann man Co-Alkoholiker und Co-Abhängig in der Familie sein. Es kann aber auch, meine Damen und Herren, einem am Arbeitsplatz begegnen, nicht wahr? Sie stellen sich doch mal vor, Ihr Kollege ist Alkoholiker. Was machen Sie damit? Ja? Soll ich das verdecken? Soll ich ihn schützen? Soll ich ihn entschuldigen? Oder soll ich dem Chef sagen, was soll ich damit machen? Wenn der Kollege Alkoholiker ist. Und wenn man mit dem vielleicht sogar noch verheiratet ist, kriegt die ganze Geschichte nochmal eine neue Dimension. Dann könnte es nämlich sein,
dass Sie es sagen müssten, dann würde ich ja den Job verlieren und dann würden Sie ja selber sich ins eigene Fleisch schneiden. Was mache ich eigentlich, wenn ich mit einem Mann verheiratet bin und ist gleichzeitig mein Kollege? Mein Gott, dann hängt ja alles an mir. Das ist die Geschichte von Claude Fasté und Rolf-Dieter Bultmann. Herzlich willkommen. Herr Fasté, willkommen bei uns. Herr Bultmann. Sie haben zwei Namen? Ja. Wieso? Und waren trotzdem verheiratet, ne? Oder wie war das? Oder immer noch? Oder wie ist das? Wir sind geschieden jetzt. Aha. Deswegen habe ich wieder meinen Mädchennamen. Und der kommt ganz vereint und irgendwie voller Verständnis gemeinsam in diese Sendung. Ja, natürlich. Wir sind gute Freunde geblieben. Mhm. Wir haben einen Sohn und wir haben immer gedacht, das hat damit nichts zu tun. Sodass wir fast schon jetzt einen dritten möglichen Ausgang kennenlernen. Ihr Mann ist noch Alkoholiker. Die haben ihre Familie so oder so bewahren können. Aber man kann auch neues Leben finden, wie Sie es gefunden haben. Ja, ja, schön. Dann lasst uns mal über Familien, haben wir ein bisschen gehört, über dieses Problem in der Firma reden. Mhm. Haben Sie gemerkt, haben Sie ihn kennengelernt in der Firma vielleicht sogar? Ja, natürlich. Ich habe ihn kennengelernt in der Firma. Ich habe sogar von Anfang an gewusst, dass er trinkt. Nur ich habe gehört, dass er unglücklich war. Und ich habe gedacht, mit mir wird er glücklich und mit mir wird alles gut gehen und er wird nicht mehr trinken. Ich bin die Medizin für diesen Mann. Genau. Liebe ist die richtige Medizin. So habe ich gedacht, ja. Und wenn eine Medizin es kann, dann ist es die Liebe einer Frau, einen Mann zu heilen. Ich will das einfach nur verstehen, ganz tief. Ich habe gedacht, ich würde ihm helfen, nur ich habe nicht gewusst, was Alkoholiker ist. Dass die Krankheit, dass es eine Krankheit ist. So, ich habe Fehler gemacht, ich habe kontrolliert, ich habe gesagt, du hast wieder getrunken. Wir haben geschrien, ich habe dabei nicht geholfen, weil ich nur nicht wusste, was ich tun sollte. Mhm. Und ich habe mich geschämt, ich habe nach Hilfe nicht gefragt und ich war ganz allein. Und Herr Bollmann, ist das eigentlich wichtig, zu wissen, warum man säuft oder warum man gesoffen hat? Oder ist der Grund, warum man gesoffen hat, völlig zu vernachlässigen? Ist mir total wurscht. Auf Bayerisch würde ich sagen, ist mir total egal. Wenn ich Ursachenforschung machen würde, warum ich getrunken habe, dann könnte ich 150 Gründe finden. Tiefe, barmherzige, genetische, familiäre, Schule, Kirche. Ach, und Stress und Flugangst und alles Mögliche könnte ich finden als Begründung. Als Ursache. Mhm. Aber es interessiert mich nicht. Mhm. Die Ursache interessiert mich nicht. Und als er in der Firma gesoffen hat, mussten Sie ihn verteidigen? Ich hab haben ihn Sie Gründe gefunden vielleicht? Ich habe Gründe gefunden, dass er zu viel für die Firma geschafft hat, dass er immer nur gearbeitet hat, dass die zu viel gefragt haben. Ich habe sogar gesagt, dass er mit der Firma verheiratet war und nicht mit mir. Und der Grund, warum er trank, war wegen dem Stress. Und ich habe natürlich ihn geschützt. Ihn geschützt, ja. Ich habe gelogen, ich habe gesagt, er ist krank heute, er hat Magenprobleme. Ich habe, wenn Kollegen zu mir gesagt haben, trink dein Mann, ich habe nein gesagt, nein, er trinkt zwar, ja, wie du trinkst oder wie ich trinke. Und das habe ich jahrelang gemacht. Wie viele Jahre? So ungefähr 6-7 Jahren in der Firma, bis es nicht mehr ging und bis er dann krank wurde. Er hat eine Kur gemacht und ich hab dann angefangen, Hilfe zu fragen. Und ich bin dann ehrlich gewesen zu der Firma und ich habe dann ehrlich gesagt, was los war. Und ich habe gedacht, die Firma würde uns helfen. Während den 3 Monate, wo er weg war. Und dann, ich habe immer wieder gesagt, dass es ihm gut geht, dass er nicht mehr trinkt und so weiter. Und als er zurückkam, wurde er gefeuert. So, die Firma hat eigentlich gar nicht geholfen. Das müssen wir eigentlich fast nochmal erzählen. Das war perfektes Deutsch, nicht, dass ich es meine. Aber zu sagen, wenn man dann auspackt und wenn man dann ehrlich ist, pass mal auf, ich will ehrlich sein, für eure Firma hat er 10 Jahre gearbeitet und was weiß ich wie viel und nicht nur 40 Stunden pro Woche.
der braucht zur Entgiftung und der braucht, um ein neuer Mensch zu werden, 3-4 Monate, die gebt ihm doch. Die kosten euch doch nichts, der zahlt doch sowieso die Krankenkasse. Dann muss man damit rechnen, dass er diesen Job nicht wiederkriegt. Das ist ja fast nochmal ein Grund, weiter zu saufen. Ja. Ja, es nicht zu tun, weil man Angst hat, dann ist der Job wirklich weg. Ja, wenn Sie dann wirklich gekündigt waren, dann waren Sie aber ganz unten, Herr Bollmann, ja? Ja, da war ich ganz unten. Wichtig ist noch, was Sie gerade gesagt haben, dieses Wort Angst. Denn ganz tief unten, auch in den ganzen Jahren in der Firma, ich war 18 Jahre bei der Firma, war dann zum Schluss die letzten 4, 5, 6 Jahre, ich war einfach mit Angst belastet. Angst und Scham. Angst und Scham belastet. Und die haben mich natürlich in diesen Circolo Vizioso mehr und mehr reingebracht. Und als ich dann gefeuert wurde, da bekam ich natürlich eine ganz, sagen wir, eine ganz anständige Abfindung. Und es kann nichts Schlimmeres passieren für einen Alkoholiker, viel Geld zu haben oder nichts zu haben. Und ich hatte viel Geld. Und da war es dann, da habe ich mich dann richtig hineingetrunken. Weil Sie ja recht hatten, ne? Weil ich recht hatte, richtig. Weil das waren ja alles auf Deutsch Arschlöcher. Ist doch wahr. Ja, so habe ich gedacht. So, als so innerer, ne? Ja, genau, so habe ich gedacht. So habe ich gedacht. Ich habe mir erzählen lassen, weit weg von zu Hause war Ihr Wendepunkt. War Ihre Gosse. Ja gut, ich habe dann natürlich versucht, ich kann mich erinnern, das war Juni, Juli 91, habe ich versucht, irgendwo wieder Fuß zu fassen, nicht? Weil ich ja nun versuchte, wieder einen Job zu bekommen. Und dann war ich war schon vorher mal in Venezuela und habe dann einen Geschäftsfreund angerufen und der sagt, du kannst rüberkommen und dann kannst du die Geschäftsführung übernehmen. In Südamerika. In Südamerika. Und da bin ich hingeflogen, nach wie vor immer betrunken. Und die haben sehr schnell gemerkt, dass das Problem viel tiefer war oder viel größer war, als sie vielleicht vermutet hatten. Und dort haben sie mir in relativ kurzer Zeit gesagt, mein lieber Freund, das war's, du kriegst nichts mehr. Wo waren mehr. Sie da? Ich war dann in Belgien, zurück in Belgien. Wo Sie herkommen? Ja. Wo man so charmantes Deutsch spricht. Ja. Er in Venezuela, Sie in Belgien, also ein Viertelplanet dazwischen. Mhm. Und Sie werden, Sie kommen in Venezuela auch nicht auf die Beine. Offenbar merken es die Leute sofort. Was da? Ich lag praktisch zum Schluss in der Gosse. Also wie man halt so schön sagt, ich lag in der Gosse. Ich hatte nichts mehr, ich hatte kein Pfennig Geld mehr. Ich hatte mal früher sehr viel Geld verdient. Und da war dann zum ersten Mal dieser aufrichtige Wunsch, dieser Schrei, dieser verzweifelnde Schrei nach Hilfe. Und da habe ich meine Schwester in Kalifornien angerufen. Und interessanterweise hat sich ihr damaliger Partner gemeldet, der selbst Alkoholiker ist, mittlerweile 18 oder 19 Jahre trocken, und der wusste, was er mit mir tun musste oder sollte. Meine Schwester hätte es nicht gewusst. Sie hat es mir später gesagt, ich hätte nicht gewusst, was ich mit ihr tun sollte. Und dann haben sie mich, den Tag weiß ich genau, wichtig, 27. April 92, bin ich dann von Caracas nach Miami geflogen. Und dort haben sie mich mit dem Rollstuhl aus dem Flugzeug gefahren, weil ich im Flugzeug natürlich getrunken habe. Und wie gesagt, sie dürfen nicht mehr trinken, das darf man Alkoholiker nicht sagen. Ich habe da randaliert, dass ich meine 2, 3 Whiskys bekommen habe. Und dann haben sie mich aus dem Flugzeug mit dem Rollstuhl rausgefahren und in ein, ich nenne das ein Entgiftungsgefängnis in Miami, Florida. Und das waren, Da muss man doch freiwillig hingehen, oder nicht? Nee, da wird man hineingeschoben. Das ist wie ein Gefängnis, Da muss man Taschen leeren und da wird man also eingesperrt. Ja, und wer unterschreibt, dass man da eingesperrt wird, muss man doch selber wollen, oder nicht? Nee. Gut, ich wollte es dann schon, die haben mich rausgerollt aus dem Flugzeug und meine Nichte, die dort lebte, hat mich da von dort hingefahren und da bin ich rein. Ich meine, wenn ich da randaliert hätte, hätten sie mich nicht aufnehmen können. Aber sie haben mich aufgenommen und es waren 6, 7 Tage, das nennt man eben Entgiftung. Und da waren Plastikleintücher auf den Betten und da waren Plastikkopfkisten. Ich muss Ihnen nicht sagen, warum, weil da waren nämlich noch 28 andere in dem Zimmer. Das sind so einige Bezirkskrankenhäuser, wie das hier gemacht wird in Deutschland. Das sind Schlösser dagegen. Das war gut so. Ich sage, es war gut so. Es hat mich nämlich zur Demut gebracht und zur Ehrlichkeit. Diese 6 Tage. Es waren nicht die schönsten, aber es waren die wichtigsten 6 Tage, 7 Tage in meinem heutigen Leben. Also ich frage trotzdem so ein bisschen rum. Weil ich auch dem Letzten klar machen möchte, Ihre Bilder zu verstehen. Plastik deshalb, da wurde wahrscheinlich gebrochen, da wurde auf Deutsch gesagt gekotzt und da wurde nicht gleich alles weggemacht. Und dann hing man da teilweise auch in einem eigenen Dreck drin. Mhm.
Und Sie sagen, und das war fast Medizin? Das war Medizin. Das war Medizin. Wissen Sie warum? Weil diese Tage, diese 6, 7 Tage für mich heute noch ganz deutlich da sind. Und da möchte ich nicht mehr hin. Da möchte ich nicht mehr hin. Und ich weiß, wenn ich noch einmal zugreife, bin ich eigentlich fast wieder da, ja? Ja. Ja, weiß ich. Wussten Sie das, dass jemand da in diesen 6 Tagen in diesem Schnapsgefängnis ist? Ja, das habe ich gewusst. Das habe ich zusammen mit seiner Schwester arrangiert, dass er dahin geht. Ja. Und das war mir ganz bewusst. Ich wusste nicht, dass es so schlimm sein wäre, aber ich wusste, dass er in so eine Entgiftungsplätze gehen würde. Ja, ja. Herr Doktor, was ist Ihre Rolle als Co-Alkoholikerin, als Co-Süchtige, wenn Sie sie als Arzt beurteilen sollen gewesen? Hat sie was falsch gemacht? Hat sie alles richtig gemacht? Ja, das ist. Wir reden ja mehr über Co-Alkoholismus heute als über Alkohol mal. Genau, ja. Ich meine, sie hat halt ähnliche Dinge gemacht, die anderen ja auch schon beschrieben haben und irgendwann dann doch den Schritt gewagt, nach außen zu gehen und sich Hilfe zu holen. Das ist überhaupt das Entscheidende. Sich nach außen wenden und Hilfe holen und nicht mehr dem Süchtigen helfen wollen, sondern ihm sagen, du bist erwachsen, du hast die Verantwortung für deine Sucht selber. Es gibt Selbsthilfegruppen. Man kann, wenn man als Süchtiger in Deutschland eine Therapie haben möchte, die bekommt man auch. Leider ist es so, dass unmotivierte Süchtige ist leider so ziemlich das Schlimmste, was es gibt. Also das ist keine Bewertung, sondern es ist einfach furchtbar. Weder Fisch noch Fleisch. Es ist grauenhaft. Und die erfinden natürlich auch alle möglichen Begründungen, warum jetzt diese oder jene Therapie nicht die richtige ist oder dieser oder jener Therapeut nicht der richtige war. Der Klick muss im Kopf passieren. Und das war eben bei der Familie Fritsch und auch bei den anderen der Fall. Der Klick kommt im Kopf. Jetzt muss ich aufhören und jetzt. Dann kann man ja sogar ein neues Leben anfangen. Herr Bollmann, Sie verdanken Ihrer Frau ja, wenn man so will, Ihre positive Karriere, dass sie den Mut hatte, alles aufzudecken. Vollkommen richtig. Irgendwann, ich verdanke ihr auf alle Fälle, dass wir rausgekommen sind und dass sie rausgekommen ist in die Ehrlichkeit. Ja. Denn nur damit funktioniert es. Ja. Indem ich anfange, ehrlich damit umzugehen und Selbstverantwortung, das wurde gerade heute schon gesagt, Selbstverantwortung zu übernehmen, Selbstverantwortung für meine Sucht zu übernehmen. Und das habe ich nun dann, aber das hat Jahre gedauert, bis ich das alles kapiert habe. Ja. Jahre gedauert. Na, jetzt sagen Sie, uns fehlt eigentlich in Deutschland, in Europa so ein amerikanisches Konzept, was Sie durchgemacht haben. Heißt, soll es demnächst in Deutschland auch so brutal vorgehen, wie Sie, was Sie in Miami erlebt haben? Moment, wir müssen unterscheiden zwischen Entgiftung und Entwöhnung. Ja. Dort, was ich beschrieben habe, war eine Entgiftung, die normalerweise 6, 7, 8 Tage oder 10 Tage dauert. Und in Deutschland in jedem Krankenhaus mehr oder minder gemacht werden kann. Jedem Krankenhaus kann eine Entgiftung gemacht werden, das ist richtig. Ja. Aber Sie wollen nun, wenn man so will, mit einer amerikanischen Idee eventuell auch in Deutschland reüssieren. Das ist richtig, ja. Ich war ja dann nach diesem Entgiftungsgefängnis in Florida, war ich in Kalifornien. Ja. Und habe dort nicht direkt, aber indirekt in einem Halfway House. In was? In einem Halfway House, das heißt ein Halbwegshaus, halbweg zwischen einer Entgiftung in einer Klinik und dem Leben. Für die Leute, die auf dem halben Weg sind. Auf dem halben Weg sind, das heißt Halfway House drüben. Und da habe ich dieses Betty Ford-Konzept gehört und kennengelernt. Und ich war begeistert. Das ist die Frau des amerikanischen Ex-Präsidenten. Das wollte ich gerade sagen. Das ist die Frau des Betty Ford, des ehemaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten. Das ist die ehemalige First Lady der Vereinigten Staaten. Und was mir an der Frau so ungeheuerlich imponiert hatte, ist, dass sie sich vor 240 Millionen Amerikaner hingestellt hat, nachdem sie nun trocken war als Alkoholikerin. Und er hat gesagt, my name is Betty Ford, I'm an alcoholic. So what? Ja. Ich heiße Betty Ford und ich bin eine Alkoholikerin. Ja. Na und? Ja, als First Lady der Vereinigten Staaten. Und das fand ich also nun ganz, ganz sagenhaft. Und ich habe mich dadurch mehr und mehr mit diesem Betty Ford, mit der Betty Ford Klinik beschäftigt. Und was ich dort später gesehen habe, das hat mich ungeheuerlich begeistert. Wir müssen einfach nochmal das ins Deutsche übertragen. Ja? Wir wissen, dass Frau Schröder keine Alkoholikerin ist, aber zu sagen, guten Tag, ich heiße Doris Schröder-Köpf und ich bin eine Alkoholikerin, oder guten Tag, ich heiße Christina Rau und bin eine Alkoholikerin, Deutschland stünde Kopf. Das ist ein gutes Thermometer, woran man sehen kann, wie weit wir sind und wie weit wir noch nicht sind. Und deshalb ist in Amerika auch diese Toleranz gegenüber dieser Krankheit wesentlich offener, wesentlich freier, nicht so versteckt und verdruckst, wie ich das hier spüre. Aha. Meine Damen und Herren, nun denken Sie nicht, dass immer nur die Männer trinken und immer nur die Frauen
schützen und verstecken und verschweigen und lügen und ihren Charakter ziemlich strapazieren müssen, um mit einem Alkoholiker zusammenleben zu können auf Dauer. Das kann auch ganz umgekehrt sein. Denn so eine Mütterlichkeit, den Mann zu schützen wie ein Kind, das können auch Väter. Die können bei sich auch etwas sehr Mütterliches entdecken. Und das ist die Geschichte von Liesel und Helmut. Freue mich, dass Sie beide gut aussehen, glücklich sind. Aber was Sie durchgemacht haben, erzählen Sie besser selber. Hier sind Sie. Herzlich willkommen. Grüße Sie. Jetzt geht's umgekehrt. Und Liesel und Helmut habe ich sie genannt, weil das eine Tradition ist der anonymen Alkoholiker, wo man sich treffen kann einmal in der Woche. Und anonym heißt ja, man weiß nicht ganz genau, wer der andere ist. Ja? Oder was heißt das eigentlich? Das heißt, dass ich die Anonymität der anderen schütze, mit denen ich mich treffe. Und dass ich viele befreundete Menschen begegne, und ich weiß wirklich nur den Vornamen. Und dass uns eine Krankheit verbindet. Mhm. In diesem Fall waren Sie der alkoholkranke Mensch? Ich bin alkoholkrank. Wahr kann ich gar nicht sagen. Nein, ich sage es nicht. Weil das bleibt mein ganzes Leben. Das bleibt meine Erkrankung, ja. Mhm. Und interessieren Sie sich genauso wenig dafür, wieso und warum wie Herr Bollmann? Ja, wir haben da eine große Parallele. Es ist sogar so, dass ich heute manchmal sage, ich habe getrunken, weil ich Alkoholikerin bin. Also umgekehrt, nicht? Ja. Es ist paradox. Mhm. Zuerst ist man Alkoholiker, würde das ja bedeuten, und deswegen trinkt man. Ja. Dann schiebt man es vielleicht auf die Struktur. Dann schiebt man es vielleicht auf die Gene oder die Familie oder sowas ähnlich. Oder man erbt es. Also so sehe ich es nicht mehr. Aber ich habe eine Zeit lang schon gedacht, beteiligt oder mitschuldig ist meine Erziehung, meine Kindheit, dieses nicht gelobt, geliebt werden, wie ich sehnsüchtig es gerne gehabt hätte. Wie sieht die Karriere eines Co-Alkoholikers aus, Helmut? Wenn man als Mann, das muss doch ein paar andere Vorzeichen ausmachen. Ja, also ich war total erschüttert, als der Alkoholismus bei uns auftauchte, in der Form, dass die Liesel trank. Das war wie ein Bacillus für mich, der angeflogen kam. Und da waren keine Vorzeichen und überhaupt nichts da. Das war einfach da. Und wir hatten drei Kinder, die waren zu dem Zeitpunkt vielleicht 7, 8 und 9 Jahre. Und das war für uns die glückliche Familie, die wir uns gewünscht hatten. Das war auch für mich die glückliche Partnerschaft. Ich habe die Frau mir gesucht und gefunden und wir hatten Hurra geschrien, als wir uns hatten. Und das war also wirklich so stimmig, da passte das gar nicht rein. Das war also für mich irre. Warum konnte die Frau nicht aufhören, wie ich, wenn ich trinke, aufhören, wenn ich genug hatte. Und das war eben von einem Tag auf den anderen nicht mehr der Fall. Wir sind doch die starken Männer, Helmut. Ja, und als solcher habe ich auch versucht, das zum Stillstand zu bringen. Ich dachte, ich muss das schaffen. Ich kenne die Frau ja gut und keiner kennt sie so gut wie ich und keiner liebt sie so wie ich. Ich lasse das Problem bei mir, ich schaffe das. Mhm. Ich werde damit fertig. Und deshalb habe ich mich auch gestellt, nach außen hin irgendwelche Maßnahmen zu unternehmen, um das Problem zu einem Ende zu bringen. Das kriege ich hin. Ja. Das war also gleich von Anfang an da. Ja, wir haben ja gesagt, wir bleiben zusammen, in guten und in schlechten Zeiten. Jetzt sind die Zeiten noch nicht so gut. Total. Jetzt bin ich der Stamm, an dem, der die Familie nach senkrecht hält. Ja. Versteckt man dann die Alkoholkrankheit der Frau genauso gut wie umgekehrt? Ach, da lief alles Mögliche total schief ab. Und es war dann nichts mehr normal. Es war also in ganz kurzer Zeit war da einfach der normale Werdegang von unserer Familie, vom Familienleben, war perdu. Das gab es nicht mehr. Das war so Kinder zu haben, die im Grundschulalter sind, habe ich gerade gehört, wo das so auftauchte. Versucht man sogar vor denen zu verstecken? Wie macht man denn das? Also die so nah doch immer an Mama dran sind. Ja, also ich meine, wenn die Kinder mich gefragt haben, habe ich die genauso angekult wie die Verwandtschaft und wie die Freunde.
dass die Mama krank ist mit irgendwas, mit Kreislauf und derartigen Dingen. Aber die sind natürlich sehr bald auf die Schliche gekommen, was da dahinter steckt. Und dann konnte ich das nicht mehr verheimlichen. Dann war es innerhalb unserer eigenen kleinen Familie war das dann publik. Und ich habe also das Beste eben halt draus gemacht. Ja. Aber es war nicht das Beste, wie ich heute weiß. Und ist das der Moment, wo es sich wirklich drehen lässt, das Ganze, also wo die Kinder auf einmal als Spiegel auftreten und sagen, Papa, merkst du nicht, die Mama ist krank? Ja, das war so ein Stich, den ich bekam von unserer Tochter. Und ich kam mir auch ganz blöde vor, dass ich da nicht selber drauf gekommen bin. Das war also so, dass das also nur so ein kleiner Fakt war zwischendrin. Und dann ging es wieder zur Tagesordnung über. Und ja. Die Tagesordnung war Kontrolle, wie ist die Frau drauf, was muss ich heute machen, was kann ich überhaupt noch in meinem Beruf machen, ja. Und was ist die Folge davon, von dieser Befindlichkeit. Sie sind freiberuflich tätig, Sie waren wahrscheinlich mehr für die Kinder da, nehme ich an, Liesel. Sie war meine Angestellte. Auch das noch? Ja. Und das war ganz also schlimm. Funktioniert die gleich zweimal nicht, die funktioniert ja, nicht als Angestellte und nicht als Ehefrau. Ich habe sie ja den ganzen Tag unter Kontrolle gehabt, wir saßen uns wohl auf Entfernung, aber wir saßen uns gegenüber und ich konnte immer kontrollieren, was da drüben los ist. Mhm. Und das war also ganz schlimm, das war also so ein Gewurstel bei uns, da musste irgendwas passieren, das war also ganz logisch. Mhm. Und das, was passiert war, war eben, dass ich zuletzt dann gesagt habe, also jetzt weiß ich nicht mehr, wie es weitergeht. Ich habe also der Co-Alkoholiker fliegt aus den Schuhen. Alle Dinge. Ja. Was? Ja. Sie waren noch heftig am Saufen, da fiel er aus den Schuhen, auf Deutsch. Und das kam bei mir an, endlich kam das bei mir an, als Helmut mal vor mir stand, Schultern hängen ließ, fast weinte und sagte, ich kann nicht mehr. Also zuzugucken, dass du kaputt gehst, das halte ich kaum mehr aus und das möchte ich auch nicht zulassen. Aber dass wir mit kaputt gehen, drei Kinder und ich, da mache ich nicht mehr mit. Und jetzt sorge ich dafür, dass du dich entgiften lässt. Das war ein Hammer für mich. Das war eine Verstoßung für mich. Das war rauswerfen aus unserem Glück, aus unserer Balance. Es war gelaufen, dachte ich. Und wenn gerade erwähnt wurde, dass ich mit ihm zusammengearbeitet habe, die Kinder versorgt habe, Freunde der Kinder noch mit aufgenommen habe, als Pflegekinder. Ich war ja nicht nur im Saufen, ich war in allem maßlos und süchtig. Ich wollte immer nur tun, um zu zeigen, ich habe doch einen Wert. Ich bin nicht so wertlos, wie ich mich fühle. Es war sehr schlimm. Ja, und über diese Entgiftung kam es dann nachher endlich auch dazu, dass meine Frau eine Therapie machte. Die war wohl nur 6 Wochen. Aber innerhalb den 6 Wochen war eine derartige Veränderung in ihr vorgegangen, dass ich ja wirklich wie erschlagen war, als sie wieder zurückkam. Wir hatten sie mit der Familie oben besucht in der Therapieeinrichtung. Und da konnte ich also schon ungeheuer die Veränderung feststellen. Und als sie nachher zurückkam, war das also so ja, faszinierend für mich und auf der anderen Seite auch beängstigend. Weil ich dachte, was habe ich da dagegen zu setzen? Gegen das, was die in neuem Leben mir vorlebt. Ich habe ja gar nichts Paralleles aufzuweisen. Ich hatte keine Therapie. Sie ist die Tapfere. Sie ist die Tapfere, sie erkämpft neues Leben. Und ich, wo stehe ich? Und ich stehe mit meinen mit ich drei Kindern. Ich bin lediglich von meinem Thron runtergestiegen und habe mal gesagt, also jetzt warte ich mal ab, was da draus wird. Aber ich bin nicht nur runtergestiegen, sondern ich bin in ein Loch reingegangen und guckte nachher so oben drüber über den Rand, um überhaupt noch Luft zu kriegen, weil es mir also ganz beschissen ging. Mir ging es ganz also paradoxerweise ganz beschissen, nachdem die Frau trocken war, weil sie für sich was tat und das ging alles an mir so vorbei und heißt, ich blieb auf der Strecke. Ich will auch was tun für ja, mich. Ja, ich blieb auf der Strecke und sie sagte mir dann auch noch bestätigend, lass mich in Ruhe. Das war also so ein, oh, wie ein Hammer war das für mich. Und ich habe ja vorher immer alles getan. Ich bin ja mit ihr zu einem Neurologen gegangen und zu einem Psychotherapeuten und alles solche Dinge und das ging alles immer über mich. Und jetzt war ich ein Niemand in der Familie. Ich war nicht mehr das Familienoberhaupt. So ach, war das ja bei mir angekommen. Ja. Aber ich habe dann vielleicht so 4 Jahre, ich kriege es nicht mehr ganz genau hin, 4 Jahre habe ich so mit mir geschmollt und geschmort,
bis ich dann selber in eine Selbsthilfegruppe gegangen bin für Angehörige und dann ging es wieder langsam aufwärts für mich. Und deswegen haben wir die Sendung gemacht. Und für mich ist es heute so, nachdem das also wirklich schon ganz lange her ist, dass ich den Alkoholismus meiner Frau als meine Chance sehe, für mich was Sinnvolles getan zu haben. Mein Leben auf einen anderen Weg gebracht zu haben, umgekrempelt zu haben und auch über meine Gefühle Gedanken gemacht zu haben und auch darüber zu sprechen. Das ist also für mich so wichtig geworden, dass ich ihr dankbar bin, dass sie mich da hingebracht hat. Liesel und Helmut, Sie waren sehr wertvolle Gäste von uns, weil man kann Ihnen das Glück ansehen, wenn Sie hier rausgekommen sind, hier erzählen. Und deswegen für Sie alle, die Sie so bereit waren, sowohl über die Schamgrenze zu springen, wie auch mal zu sagen, dass Krankheit nicht nur Privates ist, sondern auch was Öffentliches haben kann, dass das ein Schrei sein kann, das ist so wichtig. Und meine Damen und Herren, was habe ich gelernt? Vielleicht kann man das etwas banal sagen. Solange man süchtig ist und manchmal manche Sachen auch doppelt sieht, braucht man auch zwei, die da rausfinden. Ja. Ja. Dann würde das bedeuten, rausfinden tut nicht einer, sondern tut man immer zusammen. Der eine so und der andere so. Denn süchtig sind wir offenbar alle. Vater, Mutter und manchmal sogar die Kinder. Passen Sie gut auf sich auf.